in dem Film Mein Name ist Somebody wird demonstriert, dass das Austragungsfeld der schön gut ganz geglätteten Welt mit bestimmten Akzidenzien ausgestattet wird, die für die, die Augen haben zu sehen, bereits das Paradies hienieden sind und es kein jenseitiges Paradies benötigt. Es wird mit den Akzidenzien des Zielhorizonts aller Neutransformierung ausgestattet. Dem Blendglanz der Schönheit, der Erhabenheit, der sehrenden Sehnsucht, diese Schönheit behalten zu wollen, verweile doch, du bist so schön. Der Melancholie und Trauer als intensivste, erhabenste Gefühle. In der Erfahrung, dass Schönheit, das Schöne doch verlieren zu müssen und Abschied nehmen zu müssen, das Requiem, die Musik, der Tanz, die Bewegungen und vor allem die Gestirne, die Sterne, die Sehnsucht, der Wunsch, desiderio auf Lateinisch angeblich kommen von sidera, den Sternen, desire, desiderio, die Sterne vom Himmel herunterholen wollen und in den Händen halten und alles, was man sich vertraut gemacht hat, zu behüten, zu beschützen und hier dann das Hohelied und hättest du der Liebe nicht, die alles überwindet und transzendiert. Thomas, liebst du mich? Ja, ja, ich liebe dich. Ich wusste es. Ein erhebender Film, vor allem für solche, die an die Unendlichkeit glauben, die sie bereits im Diesseits erfahren als unbegreiflich unendliche Ausgedehntheit und überwältigende Bühnenspektakel. Wer dieses, wie sagt man, diese Kulisse, dieses Theater-Hintergrundbild gemalt hat, was war der wohl? Was war das wohl aus dieser Unendlichkeit der Unbegreiflichkeit von Schönheit und Bewegtheit und Eleganz und Form ziehen die Menschen ihre Hoffnung, denn sonst wäre der Auftrag der Drittimperative, sich in dieser Kulisse, in diesem Babelsberg zu bewähren und zu erproben.
gar nicht möglich, weil der Mut sonst fehlte dazu. Und die Attraktionssehnsucht. Heute Nacht habe ich geträumt, dass das Wort Trieb von ganz anderem Tobak ist wie das Wort Bedürfnis oder Instinkt. Der Antrieb dieses Triebes ist Bedürfnis multipliziert oder dividiert oder eher noch potenziert, eben gerade durch das Tödliche, durch Thanatos, mit der der Eros erst seine Kontrastierung, seine ungeheure auf alles endgültig setzende Werbe, Energie, Hochspannung, Sehnsucht, Leistung bezieht. Das heißt, Trieb ist nichts anderes als die Instinktstrukturen des Bedürfnisses, potenziert durch die Einführung des Begehrenschnittes, was das Ganze dann als Wunde, die nie heilen wird, immer wieder neue Wunder und Verwunderung und Verwandlung erzeugt. Die große Melancholie der Leichtigkeit, der nicht mehr Schwere eines Seins, das seine beste aller unmöglichen Welten verstanden hat, in seinem Wechsel, Abtausch, Spiel, als die Protagonistin des Films stirbt, ist die Halluzination der Jungfrau verschwunden, aber die Wüstenblume blüht erneut, trotzdem sie zertreten wurde. Und dann macht sie Terence Hill vom Nobody zum Somebody, macht und sie fahren an das Nordkap nach Alaska, dem Polarstern entgegen.